ich begrüße euch und habe heute an meiner Seite hier im Kalibknechthaus virtuell den Jules El-Khatib. Hallo Jules, wir sind heute zusammen im Fest der Linken und werden darüber sprechen, über Rap und Empowerment. Wir sind Hip-Hop, was seid ihr? Migrantischer Rap und Politik. Ich habe davon ganz wenig Ahnung, aber Jules hat dafür sehr, sehr viel Ahnung davon. Wir haben ab und an schon mal darüber gesprochen. Und insbesondere ist das Thema aus meiner Sicht trotzdem besonders wichtig, weil die Frage von Musik, die Frage auch von Liedern, von Songs, Teil jeder Sozialisation von Menschen ist, gerade von Jüngeren. Bei mir waren es die 90er Jahre, bei mir war es Punk und dann später Hamburger Schule, 90er Jahre eben. Aber es war eben auch eine deutsche Sozialisation. Ich glaube, heute ist es durchaus ein bisschen anders. Und heute sind die Leute, die rebellieren, auch nicht nur Deutsche und hören eben nicht nur deutsche Musik, sondern migrantische Rapkultur ist ja auch ein Teil der Jugendkultur und auch Teil von Rebellion. Darüber werden wir heute mal sprechen. Ich würde Jules erstmal nochmal fragen, was ist denn heute aus deiner Sicht migrantischer Rap für die Community? Was bedeutet der eigentlich? Ich glaube, dass Hip-Hop schon das Medium ist, oder die Art von Musik, die die meisten Jugendlichen hören. Es gibt kaum eine Art von Musik, die unter jungen Menschen irgendwie so eine breite Zustimmung hat. Also die Charts sind dafür ja nur so ein bedingter Einblick, aber gerade auf Spotify, die Playlists, die am meisten Zuhörerinnen und Zuhörer haben, sind quasi verschiedene Arten des Raps, irgendwie auch deutsch, amerikanisch. Und es ist vor allem die Musikrichtung, in der der Anteil derjenigen, die diese Musik machen, am höchsten ist bei Menschen mit Migrationshintergrund. Also es gibt kaum ein Genre oder wahrscheinlich gar kein anderes, wo so viele Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland Musik machen. Also alle prominenten Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, die Hip-Hop machen, mit vielleicht zwei, drei Ausnahmen, haben irgendwie Migrationshintergrund, sind migrantisch sozialisiert. Es ist auch vor allem eine Sozialisation der migrantischen Unterschicht. Das ist nicht das, was klassischerweise in den Akademikervierteln aus dem Bildungsbürgertum kommt, sondern häufig auch aus den sozialen Brennpunkten in den Städten und auch den Menschen, die dort wohnen, eine Stimme geben soll, auch wenn es inzwischen viel, viel breiter ist. Also ich bin nicht der Experte, was Berlin angeht, aber tendenziell ist es so, dass die meisten Rapper irgendwie aus Kreuzberg, Neukölln kommen und inzwischen wird es überall in Berlin gehört. Aber es kommt dann weniger aus, wie heißt es, Blankensee, Blankenese? Blankenese, genau. Blankenese, Wannsee, dort glaube ich, ist der migrantische Rap nicht so stark verbreitet. Vielleicht auch die Themen, ein paar andere. Was sind denn die Themen? Was ist da gesellschaftskritisch? Gibt es da eigentlich besondere linke Punkte, die für uns auch wichtig sind? Gesellschaftskritik, soziale Ausgrenzung, Diskriminierung, sogar struktureller Rassismus, habe ich gehört, soll es gelegentlich geben. Wie sieht das aus? Ja, wir haben ja, also wenn man sich irgendwie einen großen Teil der Medien anschaut, hat man ja das Gefühl, Hip-Hop ist der Grund, warum junge Menschen Drogen nehmen, kriminell werden oder ähnliches. Das ist natürlich Schwachsinn. Das sind die Strukturen, die Menschen dazu treiben, jetzt zum Beispiel kriminell zu werden oder die das sehr stark, sage ich mal, bedingen. Und es gibt im Hip-Hop natürlich auch problematische Ansichten. Also irgendwie eine Verherrlichung von Drogenkonsum oder ähnlichem kommt vor, wie auch starke Berichte über irgendwie Kriminalität. Das ist aber sehr, sehr häufig verbunden mit Beschreibungen der Ursachen dessen. Also, dass die Leute darüber berichten, wie es ist, in Armut aufzuwachsen. Was extrem häufig vorkommt und ja gerade in der aktuellen Debatte auch nochmal in Deutschland inzwischen auch angekommen ist, die Frage von Polizei und Racial Profiling. Es wird da nicht unbedingt so ausgedrückt, aber es gibt fast keinen deutschen Rapper, der nicht irgendwie mindestens ein Lied schildert, wie es ist, irgendwie wöchentlich von der Polizei kontrolliert zu werden. Und das ist ein Gefühl, was
weil ich mal ein großer Teil der Menschen mit Migrationshintergrund kennt. Also, würden denn die Leute, die das hören, würden die denn eigentlich sagen, sie sind links oder würden sie das für sich bestreiten oder ist das eher das Lebensgefühl? Ich glaube, das kann man wahrscheinlich sagen. Also ich glaube, das Bewusstsein über Ungerechtigkeit ist ja viel verbreiteter als tatsächlich die eigene Zuschreibung als links. Ich fände es schön, wenn sich das ändert. Aber genauso ist es bei den Leuten, die Rap hören. Überraschend ist aber, dass sehr, sehr viele der Rapperinnen und Rapper, wenn sie gefragt werden, irgendwie vor Bundestagswahlen, wen sie wählen, tatsächlich sagen, sie wählen links. Also das ist von Azad über Kool Savas bis zu jüngeren Rapperinnen und Rappern, die gar nicht so eine, die vielleicht auch gar nicht mal sich politisch so stark äußern. Es ist sehr, sehr häufig, dass man irgendwie links wählt oder zumindest Parteien, die im linken Spektrum angesiedelt sind. Also mir wäre kein einziger Rapper bekannt, der irgendwie gesagt hat, ich wäre FDP oder CDU. Mhm. Also, ich glaube, Bushido hat das mal gemacht, dass er gesagt hat, er findet irgendwie Teile der AfD ganz gut, der CDU. Das hat er dann irgendwann zurückgenommen, aber sonst. Lass uns doch am besten mal vielleicht auch ein paar Szenen durchgehen und assoziieren, was da eigentlich passiert. Wenn es um migrantischen Rap geht, welche Themen es gibt. Und wollen wir mal einfach so ein kleines Spielchen hin und her machen? Ja, so. Ich würde am besten mal das erste nehmen, Samy Deluxe, I Can't Breathe. Und du sagst mir am besten, was du davon hältst, was assoziierst du damit, wie denkst du, was er damit ausdrücken will? Diskussionen mit Pseudoliberalen selten solidarisch, ist für nicht komfortabel, profitabel, so normal in parallelen Welten, wo andere Regeln gelten, könnte unsere Fachkenntnis helfen, doch wir haben nichts zu melden. Rassismus nur erwähnen, sehen viele schon als Schuldzuweisung. Weiße Ignoranz und nicht schwarzer Stolz sind der Grund für Teilung. Ich glaube, Samy Deluxe ist der eher einer der Musiker, die sich schon am stärksten gerade in den Fragen Rassismus äußern, schon lange. Und mit dem Zitat bringt er das ja auch einen Punkt. Also die Pseudoliberalen, das sind ja, das merken wir auch in den Debatten, wenn es um Black Lives Matter geht. Samy Deluxe ist, ich weiß nicht, wie auf diejenigen, die das sehen, hören und kennen, ist ja auch ein schwarzer Deutschrapper, also hat sich auch schon viel mit dem Rassismus in Deutschland schon lange auseinandergesetzt. Und gerade diese pseudoliberale Debatte, dass man sagt, All Lives Matter, nicht Black Lives Matter, verschiebt ja total den Diskurs. Es ist ja nicht so, dass weiße Menschen in den USA umgebracht werden wegen ihrer Hautfarbe oder dass Racial Profiling in Deutschland gegen Bio-Deutsche stattfindet. Ich weiß nicht, was der passendste Begriff ist, aber sagen wir es mal so. Sondern gegen Menschen, die halt nicht so aussehen, wie man sich Deutsch oder den weißen Amerikaner vorstellt. Und das bringt ja auch den Punkt, dass das ein vollkommen falscher Ansatz ist und auch diese parallelen Welten, also diejenigen, die von Rassismus, die Rassismus erfahren, die rassistische Unterdrückung erfahren, sind nicht diejenigen, die da häufig zu befragt werden. Und statt davon zu lernen, das sagt er auch, wird irgendwie jedes Erwähnen von Rassismus schon als Verleumdung abgetan. Aber dabei müssen wir es häufiger erwähnen, müssen viel, viel deutlicher machen, dass Rassismus ein Alltagsproblem ist und nicht erst anfängt, wenn Menschen erschossen werden. Also der Rassismus begann nicht in Hanau. Hanau war sein höchster Punkt in Deutschland. Die Ermordung von George Floyd ist auch nicht der einzige rassistische Polizeimord in den USA. Und das sagt er sehr deutlich. Und mit weißer Ignoranz ist es ja, wenn wir sehen, dass irgendwie, wir haben in so vielen Städten noch Kolonialdenkmäler, wir haben so viel Diskurs darum, dass das eigentlich erhalten bleiben muss, weil das zu unserem Erbe gehört. Ja, das gehört, würde ich sagen, zur deutschen Geschichte, aber nicht, indem man die Menschen ehrt, sondern indem man es kritisch auseinandersetzt. Und wenn man dann sagt, das müssen wir doch so stehen lassen und es ist doch übertrieben, wenn man das alles erklären muss. Das ist halt Ignoranz gegenüber dem Leid der Menschen, die jahrhundertelang darunter leiden und haben. Und genauso verhält es sich, wenn einem Rassismuserfahrungen abgesprochen werden, wenn man sagt, wenn gesagt wird, irgendwie, du wirst nicht kontrolliert, weil du schwarz bist, obwohl das Thema häufiger passiert, sondern weil zufällig in der Gegend viel Kriminalität ist. Also ich habe vor ein paar Tagen auf dem Parteitag, hatten wir eine Debatte über Racial Profiling und Rassismus und da habe ich Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, mal gefragt, wie oft sie denn von der Polizei kontrolliert wurden. Noch nie.
abseits von der Demo. Und keine Ahnung, bei mir ist es, passiert das im Schnitt einmal im Monat. Also, es sind halt andere Erfahrungen, das spricht er an. Und ich finde es auch gut, dass er das anspricht und dass er es auch so deutlich sagt. Also, eine klare Aussage darüber hat man echt auch selten im Hip-Hop. Wollen wir mal weitergehen und du bist dran? Machen wir das so. Ich schaue mal, was wir hier Schönes haben. Okay, dann nehmen wir mal Apache. Das ist eine der bekanntesten Aufsteiger des Deutschraps in den letzten Jahren. Und er hat einen Song 2002, auch sehr empfehlenswert, folgendes gerappt. 2002, Mama holt für ihre Söhne Essen. Ihre T-Shirt steht leer, denn sie will nichts kaufen. Mutter sagt nein, sie hat keinen Hunger. Meine Pommes spielen sich in ihren wunderschönen nassen Augen. Ich schau rein, meine Mama ist am Weinen, denn sie holt uns Eis. Auf sich selbst holt sie einen Scheiß. Ich war viel zu klein, um zu peilen, tut mir leid. Was assoziiere ich damit? Ich assoziiere damit vor allen Dingen erstmal eine krasse Notlage, wo du dann als, in dem Fall Mutter, da entscheiden musst, selber so krass zu verzichten, damit deinen Kindern zumindest erstmal eine kleine Freude gegeben werden kann oder das Notwendigste. Und ich glaube, das ist relativ stark Alltag, gerade unter unter Bürgern und Bürgern mit Migrationshintergrund, weil dort natürlich auch die soziale Lage ganz eng ist und weil ja auch ein Aufstiegsversprechen immer mitschwingt. Also man möchte, dass es den eigenen Kindern besser geht und weiß aber, man muss darüber richtig krass verzichten, doppelt, dreifach, vierfach verzichten gegenüber einem vergleichbaren Bio-Deutschen, um das Wort dann auch nochmal zu nehmen. Das wird da, finde ich, ganz, ganz gut beschrieben. Ja, es ist natürlich auch eine familiäre Kiste, dass man sozusagen so ein herzliches Teil, so ein emotionales, dass man im Kern bereit ist, auf quasi alles zu verzichten, wenn es dem anderen nur gut geht. Also so eine Form von manchmal ein bisschen konservativen Familienzusammengehörigkeit, aber es ist ja auch ein Teil von Solidarität enthalten. Ich bin prinzipiell auch dagegen, so ein bisschen manchmal überfamiliäres Verhalten so zu dissen, sondern ich finde schon, dass da auch ein großer Teil von Gemeinsinn und Solidarität da drin steckt. Das wird zum Teil auch rechts dann angesprochen und ich finde, da sollten wir als Linke gucken, dass wir das nicht zulassen, sondern dass wir den Gemeinsinn, den solidarischen Teil von Familienzusammengehörigkeit, von auch zusammenhalten müssen, weil sonst niemand hilft, dass man den auch stärkt, dass man den anspricht, dass wir da auch einen positiven Bezug drauf haben, statt das irgendwie so ein bisschen abschätzig zu behandeln. Das finde ich sinnvoll. Ich glaube, gerade bei dem Zitat, also das ist halt anders als bei Sammy Deluxe, der ja schon so ein bisschen nicht so eine persönliche Note reinbringt, sondern auch eine Analyse. Zustände. Ist ja eine sehr ehrliche, persönliche Zuschreibung, wie das Aufwachsen war. Und das sind natürlich auch die Verhältnisse, die wir kritisieren, dass alleinerziehende Frauen so wenig Geld haben, dass der Lohn so niedrig ist oder Hartz IV, dass die Menschen davon nicht leben können. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel so ein sehr starker Anknüpfungspunkt in der sozialen Frage. Also nicht nur im Rassismus, sondern auch in den sozialen Mängeln, die sonst kaum jemand wirklich deutlich benennt. Ja, dann kommen wir mal zu einem Song, der vermutlich mit einer der bekanntesten Utopien ist für eine andere Welt, die wir so in Deutschland finden. Zwar von KIZ, Hurra, diese Welt geht unter. Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen? Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig. Ich zeige den kleinen Monopoly, doch sie verstehen es nicht. Ein 100-Euro-Schein, was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen? Ja, da muss ich sagen, dass das, ich finde ja für mich jetzt so aus dem, was ich so im Herzen der 90er Jahre in meinem Musikgeschmack habe, noch am nächsten kommt. Das ist noch das mit dem am stärksten überschneidenden Ansprüchen, wäre jetzt meine erste Assoziation. Das ist, hat mich, oder etwas erinnert mich immer sozusagen an den, naja, an die späten 90er, an Butter Life und sowas, wo sich auch so eine Art von bisschen anarchistisch-kommunistischer Utopie nach dem großen Kladderadatsch entwickelt.
Das ist meines Erachtens natürlich utopistisch. Ich glaube, dass das schon auch im Jetzt machbar ist und auch nicht erst dann, wenn die Welt untergegangen ist oder dass das sozusagen Teil des Untergangs sein muss, sondern dass es eigentlich auch im jetzigen Leben schon möglich und ohne riesenkatastrophistische Entwicklungen eigentlich nötig ist. Wir wollen die Katastrophe ja verhindern und nicht auch noch herbeiführen. Aber das, das ist natürlich so eine, eigentlich eine, also ein schönes Ding. Gleichzeitig würde ich da mittlerweile den einen oder anderen Einwand haben. Ich will die Katastrophe lieber nicht und die Welt soll schon nicht untergehen. Ich finde den Song, also auch wenn man den irgendwie weiterhört, dann haben wir noch irgendwie, wir tanzen in den Ruinen der Deutschen Bank und allen, wo es darum geht, dass alle gemeinsam ihre Kinder erziehen. Das sind ja, also, ich weiß nicht, dass irgendwas in Ruinen steht, aber das ist ja eine Metapher für irgendwie das Bankenwesen. Irgendwie zu sagen, Geld ist nicht mehr wichtig, das ist ja auch mit diesem Monopoly-Zitat, dass Familie, dass Erziehung zusammengehört. Also das ist schon, ich finde es auch ein sehr, sehr klar linker Song. Sind ja auch, KZ ist ja auch dafür bekannt für eine sehr klare Haltung in solchen Fragen. Und ich finde es schön, meine Utopie aufzumachen, wie es anders sein könnte. Ich will auch nicht, dass die Welt untergeht, damit niemand, damit oder damit Kinder nicht mehr fragen müssen, warum man jemand anderen was wegnehmen sollte oder warum Geld wichtig ist. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn wir irgendwann da hinkommen, dass die Idee, dass man wie bei Monopoly alles aufkauft, und dass man anderen dafür was wegnehmen muss, dass die irgendwann nicht mehr nachvollziehbar ist. Ja. Das ist aus meiner Sicht ohnehin so ein bisschen die linke Grundfrage, die Brüche revolutionärer Tiefe, von der wir ja in unserem Erfurter Parteiprogramm immer reden, ist da so ein bisschen kompromisshaft aufgenommen. Wie soll es denn eigentlich nach vorne gehen? Wie soll es ganz, ganz anders werden? Weil es wir ja auch ganz, ganz anders haben wollen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich, dass es gut wird und dass da am Tag danach trotzdem das Leben schön ist, einfach. Ich habe jetzt auch noch mal einen. Ich gucke mir mal rein. Oh ja, da geht's um Berlin-Marzahn. Jedes Mal beim Auswärtsspielen in Marzahn Schlägerei. Jedes Mal lässt am Spielfeldrand ein Elternteil einen Spruch von einem NPD-Plakat fallen und ich habe mich jedes Mal gefragt, was ich mit denen gemeinsam habe. PTK, Deutscher als du glaubst, da geht es um Deutsche, die aber anders sind. Ja, ich finde PTK, aber auch Disaster sind ja zwei Rapper, die ganz klar auch aus dem linken Spektrum kommen und das immer wieder Leute machen und die aber auch zeigen irgendwie dieses Gefühl, dass man sich nicht mit diesem Nationalismus gemein macht, dass man sich nicht mit Rassismus gemein macht. Das ist auch etwas, was die deutsche Jugend hat, also in großen Teilen. Und ich finde Deutscher als du glaubst ein toller Song, weil er zeigt, dass es unwichtig ist, ob man irgendwie blond, blauäugig ist oder schwarze Haare hat. Alle können irgendwie dazugehören. Muss man vielleicht diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass man sich mit einer Nationalität identifiziert. Aber das ist für viele Rapper ja auch ein Wunsch und viele Migranten, dass sie dazugehören. Das greift ja so ein bisschen auf. Und auch dieses in Marzahn mit den, also in dem Video ist er einer der wenigen, sag ich mal, wir Deutschen in einer sehr stark migrantisch geprägten Mannschaft und spielt in Marzahn und alle werden gemeinsam von Nazis angepöbelt. Und die ganze Mannschaft von ihm ist so der Gegensatz dazu. Also, ne, ist dieses Multikulturelle, das Solidarische, man solidarisiert sich mit denen, die von Rassismus angegriffen sind. Und das finde ich echt, finde ich ein super Zeichen, also auch, dass es von Leuten aufgegriffen wird, die nicht davon betroffen sind. Und ich finde tatsächlich, dass er dieses, also, dass man es auch klar benennt, dass es das immer noch gibt, also, dass diese dumpfen NPD-Sprüche, die ja heute die AfD macht, dass es alles noch existiert, dass irgendwie, auch wenn kein Politiker mehr sagt, irgendwie Kanacken raus, dass es aber beim Fußballspielen irgendwie in Berlin-Marzahn trotzdem noch da ist. Finde ich wichtig, das zu benennen. Und ich finde es insbesondere wichtig, weil es auch mal jemand benennt, in Deutschrap, der nicht davon betroffen ist. Anders als zum Beispiel Flair, der ja eher manchmal mit dem Gegenteil auffällt, also mit
Ja. Verallgemeinerung dieses deutschen Nationalstaates. Ja, nee, also ich finde vor allen Dingen gut also den Anspruch, dass man in Marzahn sein will. Und zwar in Marzahn kann jeder sein, soll jeder sein. Wenn ich Leute frage bei mir als Mandantinnen, als Anwalt und sie leben in Kreuzberg und ihr Name heißt nicht Müller-Meyer, sondern Yilmaz oder so ähnlich und du sagst, zieh doch um nach Marzahn, denn das ist das, was das Jobcenter dir vorschlägt, dann sagen die niemals, niemals ziehe ich da um. Ich bin da nicht verrückt, ich gehe da nicht dahin. Und das ist einerseits völlig verständlich und völlig klar. Auf der anderen Seite, die gehen ja auch deshalb nicht dahin, weil sie dort Angst haben müssen, weil sie dort Sorge haben müssen, dass sie irgendwie abends nicht in den Späti gehen können und das nicht deshalb, weil es da kein Späti gibt, sondern deshalb, weil sie da Sorge haben, angepöbelt zu werden und so. Und ich finde, das dürfen wir eigentlich nicht durchgehen lassen. Das darf politisch kein Zustand sein. Auch so ein Teil strukturellen Rassismus, dass wir dringend zurückdrängen müssen. Und zwar eigentlich mit allen Mitteln. Und zwar ganz schnell. Das finde ich dann. Die Frage Deutscher als du denkst, ist natürlich vielleicht auch ein Punkt, wo die kulturelle Autonomie der Musik zuschlägt. Wir würden das ja niemals auf irgendeinem Parteitag für uns annehmen, dass wir zu besonders deutsch sind. Aber es ist natürlich eine kulturelle Methode, auch dort mal einen Widerspruch aufzumachen. Ja, und also da gibt es ja tatsächlich auch von Haftbefehl mit Manuel einen Song, irgendwie, wo sie darüber rappen, dass sie eigentlich zu Deutschland gehören, also ne, sich so empfinden. Oder bei Chelo und Abdi in Diaspora sagen, ob ich ne, irgendwie rappen, ob ich Deutscher bin, ne, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich gerne in Deutschland bin. Das ist so ein bisschen aufgehört, weil es gibt natürlich auch einen berechtigten Wunsch, nicht mehr diskriminiert, nicht mehr Rassismus zu erfahren, was halt dann mit Deutschsein sozusagen gleichgesetzt wird. Das finde ich schön. Aber dann schauen wir mal, wir hatten ja noch bisher keine Rapperin, das kann man ja jetzt noch ändern. Und zwar Ebo mit abgekürzt K4L oder Canex for Life. Ihr habt nie an mich geglaubt, ich war immer, was ihr braucht. Ihr habt nie an uns geglaubt, wir waren immer, was ihr braucht. Und so lebe meine Legende bis zum gottverdammten Ende. Und so klatscht in eure Hände, wenn ich die Straßen Ja, die Assoziation. Also ich mit meiner ostdeutschen Sozialisierung kann da erstmal prinzipiell wenig mitreden, aber von dem, was ich wiederum erzählt bekommen habe, ihr wart immer was oder was ihr braucht. Es geht aus meiner Sicht da natürlich um Einwanderung aus rein ökonomischen Gründen, aus Gastarbeitern, als Gastarbeiter. Niemals ging es da um die Menschen, sondern es ging immer nur um billige Arbeitskräfte. Und dass man billige Arbeitskräfte gesucht hat, aber Menschen bekommen hat, ist ja mittlerweile der geflügelte Spruch. Da ist aber auch klar, wenn Leute hier sind, dann schlagen sie sofort Wurzeln, dann wollen sie zu Recht hier sein und wir müssen eigentlich als Linke dafür sorgen, dass sie dann auch sofort hier diese Wurzeln schlagen können und dabei nicht behindert werden. Wenn also verschiedene Einwanderergenerationen, griechisch, türkisch, ex-jugoslawisch, was auch immer, wenn die schon hierher kommen, dann ist es auch klar, dann müssen wir hier ihnen die gleichen Ansprüche geben. Und es wird aufgemacht, dass das nicht der Fall ist. Aus der Wut und dem berechtigten Frust darüber, dass das über Generationen hier verweigert wird, brennt man die Straßen nieder. Nicht schön, aber kulturell autonom im Lied gut nachvollziehbar. auch der, also mit dem Titel macht es ja nochmal so ein bisschen so einen Widerspruch auf, diesem, was wir gerade hatten, mit irgendwie dem Wunsch, in Deutschland anerkannt zu werden. Also Canex for Life ist ja so der Gegenentwurf, dass man sagt, man ist stolz darauf, Kanake zu sein. Wir hatten auch als Links-Canex so ein bisschen eine Debatte, ob diesen Begriff, der eine Beleidigung in Deutschland war oder immer noch ist in Teilen, ob man den positiv assoziiert.
Man sagt irgendwie, ja, wir sind Kanaken, wir sind nicht diejenigen, die hier groß gewollt waren, sind. Und wir verbinden das aber. Also wir besetzen das positiv. Das ist für uns nichts Schlechtes. Also man hat uns vielleicht hier nicht gewollt, man wollte nicht, dass die Leute bleiben. Man wollte, dass sie wieder nach Hause gehen. Aber wir sind da, wir nehmen eure Beschimpfung auf und wir drehen das zu was Positivem und wir bilden unsere eigene kulturelle Identität. Und das ist für mich auch eher das, was ich teile. Also, als dieser Ansatz, unbedingt zu Deutschland gehören zu wollen, auch wenn ich diesen Wunsch verstehe. Also, aber ich kann Evos halten, dass man irgendwie Kanake ist und dass man dann vielleicht doch nicht, dass man das auch irgendwie vermutlich lange Zeit bleiben wird, dass man das dann positiv umformt und eine eigene Identität daraus bildet. Finde ich gut und wichtig. Ja, du hast ja angesprochen, Linkskanaks. Ich finde total gut, dass sich da jetzt auch sowas in der Linken gebildet hat, weil es immer sinnvoll ist und auch jetzt in der aktuellen Situation total notwendig, dass sich so eine Art selbstorganisierte sozialer Raum bildet, der politische Ansprüche an und mit uns als politische Linke klein und groß geschrieben formuliert. Das ist auch nicht immer angenehm für die deutsche Mehrheitslinke, sondern das ist auch manchmal schroff. Und aber genau diese Schroffheit, die passt auch, weil nur bei den Jusos, glaube ich, wird man was, wenn man sich richtig mit den Kofferträgern gut stellt. Ich finde, wir sind aus guten Gründen als Partei da auch so ein bisschen anders drauf und deswegen sollten wir das auch anders machen. Und gerade wenn die Zeiten so sind, wie sie aktuell sind, dann finde ich, dann gehört auch auf einen groben Klotz ein grober Keil, finde ich. Ja, da bin ich ganz bei dir und du warst ja direkt von Anfang an da auch Ansprechpartner für uns und ich finde es schön, dass wir da diese Möglichkeiten in der Partei haben und es ist, glaube ich, ein wichtiger Anspruch, dass man auch immer tatsächlich mal einen anderen Blick auf bestimmte Auseinandersetzungen hat. Also wir hatten es ja geradezu auch aus meiner Perspektive mit nicht nur allzu klugen Äußerungen zur Debatte um Generalverdacht. Mhm. Und da war es für uns auch ein Anliegen, dass wir mal kritisieren, was in der Partei da der falsche Ansatz zu Racial Profiling und zur Debatte um die Polizei ist. Ja, und ich finde schon, dass man gerade auch von den Linkskanaks die Geschichten hört, die authentisch sind. Also wenn sich Jörg Schindler und noch weitere Parteivorstandsmitglieder mit Müller-Meyer-Schulze zur Frage äußern, wie häufig sie so eigentlich im ICE von Basel nach Berlin kontrolliert werden, dann ist es eine total langweilige Story. Anders wird es, wenn die Story mal von Linkskanaks erzählt wird, was denn ihnen so im ICE passiert oder im Bahnhofsvorplatz davor und so. Ich glaube, dann löst sich vielleicht auch das eine oder andere auf, was da bislang so erzählt wird. Es sind, so habe ich gehört, jetzt hier in der Bundesgeschäftsstelle in den letzten Wochen auch mehr Leute eingetreten, gerade im Zusammenhang mit Black Lives Matter, weil sie von uns eine klare Haltung erwarten, weil sie in uns auch eine klare Haltung sehen, weil wir konkrete Vorschläge machen, wie wir diesen strukturellen Rassismus, den es in der Gesellschaft und in den Institutionen gibt, wie wir den bekämpfen wollen mit ganz konkreten Maßnahmen. Und das gelingt vor allen Dingen auch mit Druck aus der Gesellschaft, auch mit Druck aus der migrantischen Community, mit den Geschichten, mit den Liedern, mit den Songs. Das finde ich eine gute Entwicklung. Ja. Natürlich, das ist eine bundesweite Aktion. Das darf auf keinen Fall abbrechen. Wir müssen da weitermachen und wir werden da auch weitermachen. Danke dir erstmal für die Einladung ganz herzlich. Mhm. Ja, was super. Alles klar. Bis dann. Tschüss.